Ich will heute einfach mal so ein bisschen das Programm anmoderieren bzw. kommentieren, dass Sie auch wissen, was so über den Tag passiert, bevor ich dann unseren ersten Sprecher Martin Schlicht von Fabulous begrüßen darf. Und zwar, es geht los jetzt, wie gesagt, 11 Uhr gleich mit dem Thema, da gibt es eine kleine Programmänderung, nehme ich schon mal vorweg. Was bedeutet 3D-Druck für Designer, neue Möglichkeiten und neue Rechtssituationen? Der Sprecher wurde auch ausgetauscht. Wir haben jetzt, wie gesagt, Martin, der für uns sprechen wird. Ich freue mich sehr, dass er das so kurzfristig auch übernehmen konnte, von der gleichen Firma Fabulous, einem 3D-Druck-Service-Dienstleister aus Österreich. Genau, was sehen wir heute sonst noch? Wir haben direkt im Anschluss dann William Hoyle da von der Ethical Filament Foundation. Die Idee ist einfach, wir haben irgendwie Fairtrade-Kaffee, wir haben Fairtrade-Produkte in allen Sorten, irgendwie Schokolade und so weiter. Die Frage ist einfach, brauchen wir sowas auch für Filament, dass man einfach weiß, das wurde aus erneuerbaren Materialien gemacht, das ist irgendwie eine saubere Sache und verpestet nicht weiter den Planeten. Da würde uns einiges zu erzählen. Dann haben wir um 13 Uhr eine Keynote, also ein bisschen was Größeres. Joris macht sich da hinten schon warm. Joris, wink mal. Joris, wave your hand. Perfect. Er ist zusammen mit seiner Frau Martine de Witt hier und wird über dieses Riesenprojekt in Amsterdam sprechen, und zwar das 3D-Print-Kanalhaus. Also da ist die Idee, eine ganze Häuserfassade mit einem riesigen 3D-Drucker herzustellen. Das findet dann um 13 Uhr statt. Direkt im Anschluss kommt nochmal niederländische 3D-Druckkompetenz mit David Brahm. Er ist Chefentwickler von Cura, einem sehr populären Slicing-Tool für 3D-Druck. Wer kennt Cura? Wer liebt David? Ja, sehr gut. Nee, also wirklich sehr kompetenter Mann und ich bin ganz gespannt, was er uns erzählen wird über die Zukunft von Cura und Slicing insgesamt. Dann haben wir um 15 Uhr die große Podiumsdiskussion mit dem Titel 3D-Druck unter Erwartungsdruck. Was bleibt nach dem Hype? Daneben dann, also moderiert durch Philipp Stephan vom CT-Magazin, Alexander Hafner macht mit, hier MakerBot-Distributor für Europa. Karl Fruth von Fabster Fit GmbH, also auch wirklich eine 3D-Druckgröße in Deutschland. Meine Wenigkeit ist auch dabei, ich fühle mich geehrt. Manfred Ostermeier von Botspot aus Berlin mit diesem riesigen 3D-Scanner, den Sie ganz hinten sehen, ist mit dabei. Und Dr. Marlene Vogel von Trinkle, das ist einem der wenigen eher so ein bisschen prominenten 3D-Druckdienstleistern in Deutschland. Es gibt ja ein paar internationale, die ganz, ganz oft in Medien stehen. Trinkle ist auch in Berlin und die ist heute mit dabei, die Marlene Vogel. Dann kommt um 16 Uhr Ian Spring, langjähriger Kumpel von mir, super Typ, irgendwie macht seit 3 Jahren auch mit 3D-Druckern rum und wird da einfach so aus Nutzerperspektive Ihnen ein paar Einblicke geben. Danach kommt ein weiteres Highlight mit Roland Litwin, Entwickler von Rapetier Host. Wer kennt Rapetier Host? Auch wieder einige, also großartiges Tool, was viele nutzen. Firmware haben wir auch auf unseren eigenen Druckern am Laufen, der wird dann einiges zu der Zukunft von Rapetier Host erzählen. Und um 18 Uhr kommt eine weitere Keynote mit Philemon Schöffer von 3D Hubs. Wer kennt 3dhubs.com? Wenige. Ist in Deutschland noch nicht so populär, kommt auch aus den Niederlanden. Und da geht es darum, dass wenn Sie einen 3D-Drucker haben, können Sie den anmelden auf dieser Webseite und können die Druckkapazität anderen zur Verfügung stellen. Also Sie können im Grunde genommen Ihre Freikapazitäten zu Geld machen. Aber jetzt fangen wir an mit Diplom-Ingenieur Martin Schlicht von Fabulous.com mit dem Titel Was bedeutet 3D-Druck für Designer, neue Möglichkeiten und neue Rechtssituationen. Vielen Dank, Martin, dass du gekommen bist. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen auch von mir nochmal. Schönen guten Morgen. Bevor ich anfange mit meinem Vortrag, hoppsa, ich glaube hier ist mein Atem, glaube ich, noch ein bisschen zu stark. Genau. Können Sie mich alle gut hören? Ja, sogar in den letzten Reihen sehe ich nicken. Sehr gut. Ja. Ich würde Sie gerne erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Wer von Ihnen würde denn von sich sagen, dass er selber zwar kein Designer ist, aber mit Designern arbeitet oder auf der Suche nach Designern ist? Das ist immer ein Handzeichen. Und wer von Ihnen würde von sich sagen, dass er selber Designer ist oder Konstrukteur ist oder Problemlöser? Naja, sind eindeutig in der Überzahl, ja. Möchte ich zuerst einmal sagen, dass ich Sie beneide. Genau, beneide kann ich sagen, um das, was da gerade passiert in der Welt des Designs, in der Welt der Konstruktionsmöglichkeiten. Weil ich glaube, dass durch die Technologie des 3D-Drucks ganz neue Möglichkeiten entstanden sind, speziell für Designer. Kleinen Moment, jetzt muss ich doch nochmal ein bisschen nach oben, höre ich gerade. Ah, gut, okay. Dann geht es vielleicht jetzt ein bisschen besser. Ja, gut, kann ich sehen.
Mein Name ist Martin Schlicht, bin schon angekündigt worden. Ich bin Head Trainer bei Fabulous.com. Wir sind im Bereich Trainings, speziell jetzt Einführung in den 3D-Druck tätig. Gleichzeitig sind wir aber auch eine Bauplanplattform. Bauplanplattform, auf der wir Designer mit Endnutzern zusammenbringen. Als Ingenieur war ich in der Lage, wie es klassischerweise viele Techniker sind, dass ich fasziniert war von der Technologie erstmal, mich reingearbeitet habe und dann über das Kennenlernen der Technologie dann mehr und mehr Anwendungsmöglichkeiten entdeckt habe. Die zweite Art und Weise, wie eine Technologie normalerweise Anerkennung und Akzeptanz findet, ist, dass Anwender, in diesem Fall sehr viel Ingenieure, in diesem Fall sehr viel Designer, wollte ich sagen, und Konstrukteure, sich ihre eigenen Prozesse angucken und ihre eigenen Bedürfnisse angucken und darüber dann schauen, wie eine neue Technologie da Probleme anders, neu, besser lösen kann. Was momentan im 3D-Druck passiert, ist beides. Dass sowohl Ingenieure die Technologie weiterentwickeln, als auch immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten finden in anderen Produktionsprozessen. Als auch, dass Designer merken, so, das ist eine gute Technologie schon, aber da braucht es noch mehr. Und mit eigenen Ideen kommen und eigene Ideen einbringen. Auch das ist möglich und davon werde ich Ihnen auch ein paar Beispiele zeigen. Ich habe einen Moment gehabt, als ich letztens in einem Interview war, in einem Interview von Professor Jürgen Stampfe von der TU Wien, den haben wir für unsere neue Einführung in den 3D-Druck-DVD interviewt. Können Sie bei uns am Stand da hinten vorbestellen. Und da habe ich das hier in den Händen gehalten. Und das ist ein Knochen. Ein 3D-gedruckter Knochen. Okay, nicht ganz ein Knochen. Aber das ist ein Werkstück, was in seiner Struktur, das ist sehr poröser, und auch in seiner Materialbeschaffenheit, das ist das Calciumphosphat, genau. Einem Knochen so ähnlich ist, dass wenn einem Menschen ein Stück Knochen herausoperiert werden muss, man dieses Stück diesem Menschen einpflanzen kann und der Körper akzeptiert das als nah genug dran am eigenen Knochen und wächst es einfach mit über. Und es wird zu Knochen. Und das ist 3D gedruckt. Und ich habe das in der Hand gehalten, ich wusste nicht mehr, was ich als nächste Frage stellen soll, weil ich dachte so, es ist ja alles möglich. Das war ein faszinierender Moment für mich. Ich habe Ihnen heute einfach mal ein paar Gedanken mitgebracht. Dazu, was der 3D-Druck meiner Meinung und meiner Erfahrung nach für Designer bedeutet. Moment. Da. Zum Ersten bedeutet der 3D-Druck, dass Designer heute schneller arbeiten können, schneller ihre eigenen Produkte in den Händen halten können. Zum Zweiten bedeutet er mehr Freiheiten in der Formgebung, mehr Freiheiten in der Materialverwendung. Bedeutet auch neue Vermarktungschancen, ganz andere Arten und Weisen, die sich herausbilden und herausgebildet haben, um Designer mit ihren Kunden zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite bedeutet er aber auch ganz neue rechtliche Situationen. Das ist ein Bereich, den ich selber immer wieder faszinierend finde und teilweise auch sehr verwirrend finde. Da möchte ich Ihnen gerne die Situation ein bisschen darstellen und dann mit Ihnen noch gerne darüber einfach in eine Diskussion dann treten. Ich freue mich auf die Fragen, die Sie dann dazu haben. Dass der 3D-Druck additive Fertigung an sich es Designern ermöglicht, schneller zu arbeiten, das habe ich gemerkt, als ich ein anderes Interview für unser Einführungs-DVD letztens geführt habe. Ayman ist Ägypter, deswegen wird das Stückchen Interview gleich auf Englisch sein. Und Ayman ist Designer. Ich habe ihn in Berlins ersten 3D-Druck-Café kennengelernt. Da gibt es guten Kaffee, gutes Essen und gute 3D-Drucker, um die eigenen Ideen auszudrucken, während man seinen guten Kaffee gerade trinkt. Das ist das weltweit Dritte. Meiner Meinung nach werden davon noch sehr viel mehr kommen. Ayman arbeitet gerade als Industriedesigner an der Entwicklung eines Inhalators für Asthma-Patienten. Und er war da in einer Phase, in der er sein Gehäuse immer wieder ein bisschen neu anpassen musste, um zu gucken, was braucht es wirklich genau an Umgestaltungsnotwendigkeiten an meinem Gehäuse. Bisher hatte er es immer so gemacht, dass er seine Daten aus dem CAD-Programm nach Belgien geschickt hatte, da ein Dienstleister ihm mit einem professionellen industriellen 3D-Drucker ein Gehäuse ausgedruckt hat und zwei Wochen später konnte er dann die neue Version seines Gehäuses in den Händen halten. Das war ihm zu langsam. Zwei Wochen waren ihm zu lang. Ich lasse ihn einfach mal selber zu Wort kommen.
About my prototyping process, the big downside really is the time that it takes. And if I have to wait 2 weeks for an iteration to be printed, and I'm still working with this every single day, but literally by the time I get my 3D print, it's already out of date. And that's driving me crazy. So I'm here to see if we can do something. You know, if I can put in a design in the morning and collect it that same day, that will change everything about how I'm working. So, you know, we're going to test with this model, which is the last one I got printed, to see how the printing process here compares to the companies that I've been using before, so that I can adjust my designing appropriately. The technology is catching up with the speed of our creative minds. So, you know, I did a product before which was heavily CNC machined, and that's such a long, drawn out, involved process, and for prototyping it's not efficient, it's not cost efficient, and you get involved in a lot of things that as a product designer you want to perhaps free yourself up to think about other things. With 3D printing, the design guidelines are so simple that it's, you know, it's very easy for someone with maybe not such a strong technical background to kind of bring their creative ideas and test them. You know, physically, that's amazing. Zwei Wochen für die neue Version des Gehäuses waren ihm einfach zu langsam, weil ich glaube, das können Sie alle nachempfinden. Seine Gedanken gingen sehr viel schneller. Dadurch, dass er jetzt die Möglichkeiten hat, gleich bei ihm um die Ecke, vielleicht sogar mit dem eigenen 3D-Printer im eigenen Haus, sich ein neues Gehäuse auszudrucken, kann er sehr viel schneller arbeiten. Und was spricht dagegen, vielleicht dadurch sogar kleine Kleinserien erstmal zu starten? Der 3D-Druck ermöglicht es Designern, mit ganz neuen Freiheiten auch zu arbeiten. Eamon hat es gerade schon erwähnt, das sind erstmal die Freiheiten in der Formgebung. Mit Technologien, die CNC-Fräsen erfordert haben oder Spritzguss, waren aber gewisse Designrichtlinien erforderlich, wie zum Beispiel, dass ein Spritzguss gegossenes Teil entformbar sein musste. Mit der additiven Fertigung ist das nicht mehr notwendig. Alle Formen, die sich ein Designer ausdenken kann, können realisiert werden mit dieser recht neuen Fertigungstechnologie. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Designer in Bereiche mit dem 3D-Druck vorstoßen, die eigentlich gar nicht dafür gedacht waren, wie zum Beispiel die Produktion von Schuhen von diesem Designer oder diesem Kleid von einer anderen Designerin. Der 3D-Druck ermöglicht auch die Verwendung von neuen Materialien. Einerseits dadurch, dass in allen Technologien der additiven Fertigung immer wieder neue Innovationen dazukommen. Hier auf dieser Messe habe ich gestern gerade schon ein neues Filament gesehen, was Bronze drucken kann und damit aus einem FDM-Drucker ein metallähnliches Gebilde praktisch schon herausschmelzen kann. Hier drüben habe ich letztens leitfähiges Plastik gesehen, womit man gleich die eigenen Schaltungen integriert im 3D-Ausdruck mit ausdrucken kann. Und da wird es noch weitergehen. Das steht gerade erst am Anfang. Was dabei allerdings auch passiert, ist, dass gerade da immer wieder Designer auf Ideen kommen und sagen, Mensch, da würde ich gerne auch was dazu empfinden. Ich habe letztens von einem Designer gehört, der sich sagte, wenn die klassische 3D-Drucktechnologie mit Bindemittel auf einem pulverbasierten Material beruht, warum kann man das dann nicht auch mit Kaffeesatz machen? Das Ergebnis sehen Sie hier in dieser Obstschale. Die besteht aus Kaffeesatz mit dem geeigneten Bindemittel dazu. 3D-Druck ermöglicht auch immer mehr Freiheiten in der Individualisierung von Produkten. Es ist ja heutzutage so, dass es eine immer größere Nachfrage gibt nach preiswert hergestellten Produkten. Und da wird die Massenfertigung nicht so schnell abgelöst werden. Und auch der Plastikspritzguss ist da wirklich nicht ersetzbar. Noch in sehr naher Zukunft. Es ist aber auch so, dass es eine immer größere Nachfrage nach individuellen Produkten gibt. Nach Produkten, die der Endverbraucher vielleicht noch ein bisschen anpasst oder an seine eigenen Bedürfnisse und Ansprüche und mit seinen eigenen Ideen noch ein bisschen weiter gestaltet.
Und da ist es dann auch so, dass immer mal wieder gerne mehr Geld dafür gezahlt werden darf. Das ist eine große Stärke des 3D-Drucks. Ich habe letztens zum Beispiel von einer Designstudie gehört, von diesem Autositz. Das Design dieses Autositzes beruht auf einem Scan des Autofahrers. Das heißt, der Autofahrer wird zuerst einmal abgescannt, sein Rücken anatomisch analysiert und dieser Autositz wird dann genauso, oder das, der Innenkörper dieses Autositzes wird dann genauso hergestellt im 3D-Drucker, dass er den Anforderungen der Anatomie des Autofahrers hundertprozentig entspricht. Ist noch nicht in der Serienreife, könnte es aber bald sein. Auch wenn Sie Ihren nächsten Neuwagen kaufen, müssen Sie vielleicht erstmal in einen 3D-Scanner setzen, um da dann den eigenen Körper erstmal abgesehen zu bekommen. Opa. Der 3D-Druck ermöglicht auch ganz neue Vermarktungschancen. Ich glaube, dass in naher Zukunft viele Industriedesigner nicht mehr nur mit der Industrie zusammenarbeiten werden, sondern dass sie auch mehr oder weniger ihr eigenes Ding fahren werden. Das könnte dann so aussehen, dass sie sich ihre eigenen Fertigungsmöglichkeiten für Kleinserien zu Hause aufbauen oder sich einfach mit Dienstleistern zusammentun, die entsprechenden Fertigungsmöglichkeiten zur Verfügung haben. Oder aber, dass sie wie Eamon, den Sie vorhin in einem Video gesehen haben, einfach ins 3D-Druckcafé um die Ecke gehen, in die 3D-Druckmöglichkeit in der eigenen Nachbarschaft. Wenn ich in der produzierenden Industrie tätig wäre, dann würde ich heute so schnell wie möglich gucken, wie ich meine Produkte individualisierbar umgestalte. Und auch, wie ich dann die Möglichkeiten des 3D-Drucks, der Technologie des 3D-Drucks da drin verwenden kann. Und auch diese Innovation meinen Kunden weiter vermitteln kann. Unterstützt werden diese neuen Arten der Vermarktung natürlich auch dadurch, dass wir in der Ära des Internets leben. Es gibt jetzt schon Plattformen wie zum Beispiel Thingiverse oder Shapeways oder auch bald Fabulous.com, die wir gerade entwickeln, auf der Designer mit Endanwendern zusammengebracht werden. Jetzt können Sie vielleicht sagen, Thingiverse kenne ich, das ist doch das, wo die ganzen Bastler da ihr Zeug hochladen. Und da haben Sie recht, das sind keine Designer im klassischen Sinne. Aber das sind alles Menschen, die ein Problem erkannt haben, dafür eine Lösung geschaffen haben und diese Lösung dann der Menschheit zur Verfügung stellen. Eigentlich genau das, was bisher immer dem Handwerk vorbehalten war oder der produzierenden Industrie vorbehalten war. Auf einmal gibt es das im Internet, einfach so zum Unterladen ganz viel. Und schon heute gibt es da Tausende von Menschen, die ihre eigenen Designs da hochladen. Ich habe letztens eine Zahl gehört, dass 2012 der Weltumsatz an Spielzeug bei 86 Milliarden US-Dollar lag. Wenn wir uns nur mal in einem Gedankenexperiment vorstellen, dass nur 2% der Weltspielzeuge durch den 3D-Druck gefertigt würde, bald mal, aufgrund von Bauplänen, die untereinander ausgetauscht werden oder auf Plattformen angeboten werden oder so, dann entspricht das einem Handelsvolumen von 1,6 Milliarden Euro. Das plötzlich nicht mehr in der Spielzeugindustrie zu finden wäre, sondern bei den Filamentherstellern, bei den Druckerherstellern, auf den Bauplanplattformen, auf völlig anderen Distributionswegen. Und da fängt es dann an, spannend zu werden, wie ich finde. Bis hierhin habe ich Ihnen ganz neue Antworten auf alte Fragen vorgestellt. Wo ich jetzt darauf zu sprechen kommen möchte, das sind die rechtlichen Aspekte. Und da entdecke ich selber immer wieder ganz neue Fragen auf Antworten, die es noch gar nicht gibt. Deswegen, wie gesagt, möchte ich einfach mal vorwegschieben, ich bin selber kein großer Experte in dem Bereich, ich habe mich da eingearbeitet, entdecke immer wieder neue Bereiche, wo ich denke, kann das wirklich sein? Frag dreimal nach, merkt dann wirklich, ist es wirklich so? Und bin total fasziniert davon. Und in erster Linie geht es mir um die legale Situation, was 3D-Druck, was den Schutz des geistigen Eigentums angeht. Bisher ist es so, dass es keine explizite Rechtsprechung gibt zum Thema Ausdrucken eines Bauplans im 3D-Drucker. Dadurch, dass es noch keine Rechtsprechung gibt, hat die Politik sich auch noch nicht in der Lage gefühlt oder in der Notwendigkeit gefühlt, neue Gesetze zu erlassen. Das heißt, was es bisher gibt, ist der übliche Rechtsrahmen für den Schutz des geistigen Eigentums. Der sollte eigentlich ausreichen. Ich werde Ihnen den ein bisschen vorstellen. Da gibt es einerseits das Urheberrecht,
da gibt es das Designrecht, da gibt es das Markenrecht und es gibt, hoppa, und es gibt das Patentrecht. Die vier schützen geistiges Eigentum in unserer Gesellschaft. In Deutschland aber ziemlich international vergleichbar, in ähnlichen Rahmen. Das Urheberrecht, was heißt das? Ein Urheberrecht hat jeder Mensch an einem Produkt, an einer Leistung, die er selber erbringt. Dabei heißt es, es muss eine kulturelle Leistung sein, die überdurchschnittlich ist, jetzt nicht einfach nur irgendwas hingekritzeltes, sondern sollte schon gewisser Kreativität und Arbeit reingeflossen sein. Und das Ganze gilt auch für Software. Das entsteht automatisch und ist dann gültig bis 70 Jahre über den Tod des jeweiligen Schöpfers hinaus. Was das bedeutet, ist, dass ich das Produkt, das geistige Produkt eines Menschen nicht einfach so selber kopieren kann, sondern dass ich mich dazu mit ihm abstimmen muss. Und er mir das vielleicht sogar verbieten will oder schon verboten hat. Die Ausnahme bildet dabei jedoch, wenn ich etwas kopiere und es dann für einen eigenen Privatgebrauch benutze. Die Situation hatte die Musikindustrie schon seit Jahrzehnten, dass eine Schallplatte oder eine CD, die sich ein Mensch gekauft hatte, halt für den privaten Gebrauch auch durchaus mal kopiert werden konnte. War auch kein Problem, solange wie die Kopie auf einer Kassette gemacht werden musste zum Beispiel. Da wusste jeder Mensch, die Qualität, die ist ein bisschen schlechter, da machst du vielleicht noch eine weitere Kopie von, aber irgendwann ist es dann so, dass eigentlich da sich dann lieber ein Mensch eine neue Schallplatte kauft. Damit war das dann kein Problem mehr, weil die Industrie sich weiter fortpflanzen konnte. Mit dem Fortschreiten der digitalen Medienwelt wurde das zu einem Problem, weil plötzlich jede Kopie eigentlich genauso gut sein konnte wie die ursprüngliche Idee. Dadurch die ganze Verwirrung und die ganzen Maßnahmen, die Medienindustrie, Musikindustrie, Filmindustrie in dem Bereich anstellen. Inzwischen sind sie bei ganz neuen Businessmodellen, aber da komme ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Das Designrecht schützt das sichtbare Erscheinungsbild eines gestalteten Gegenstandes. Hier zum Beispiel dieser Sessel hat ein eingetragenes Design aufgrund der Formen, aufgrund der Gestaltung der Beine zum Beispiel. Das muss dann mal in ein Register eingetragen werden und ist dann maximal 25 Jahre gültig. Innerhalb von diesen 25 Jahren darf ich ein Design nicht einfach so nachmachen. Ausnahme bildet auch da wieder, dass ich es nachmache, um es dann für den eigenen Privatgebrauch anzuwenden. Das Markenrecht schützt die Form, die Farbe oder die Verpackung eines gewissen Produktes. Ich habe Ihnen den Mercedes-Stern mitgebracht. Der ist markenrechtlich geschützt. Oder diese Coca-Cola-Flasche. Und auf der Coca-Cola-Flasche auch die Coca-Cola-typische Welle und der Coca-Cola-typische Schriftzug. Das darf ich selber nicht einfach so nachmachen, nicht einfach so für meine eigenen Zwecke verwenden. Auch das muss wieder in ein entsprechendes Register eingetragen werden und ist dann für 10 Jahre gültig, kann aber dann jeweils wieder verlängert werden. Die Ausnahme bildet dabei auch wieder, dass ich diese Coca-Cola-Flasche zum Beispiel für den rein eigenen Privatgebrauch nachmachen möchte. Mit dem 3D-Drucker haben wir jetzt die Situation, dass ich zum Beispiel diese Flasche nachmachen könnte und nie wieder Flaschen kaufen müsste, weil ich mir alle meine Flaschen, die ich jemals brauchen könnte, von dieser einen Flasche abkopieren könnte. Damit würde ich gegen keine Rechte verstoßen. Das gab es noch nicht vorher. Eine andere Situation wäre da vielleicht, dass ich keine Teller mehr kaufen muss. Einmal in meinem Leben kaufe ich mir einen Teller, danach mache ich mir jeweils alle anderen Teller, die ich jemals benutze, als Kopie von diesem einen Teller. Es gibt da auch eine große Diskussion darüber, was heißt eigentlich Privatgebrauch? Wie viele Exemplare kopieren heißt eigentlich der eigene Privatgebrauch? Sind es 3? Sind es 20? Sind es 30? Was heißt eigentlich Privatgebrauch? Was ist eigentlich ein Haushalt? So, wenn ich jetzt alleine lebe in einem Haus oder einer Wohnung, dann ist es einigermaßen definierbar. Aber wenn ich jetzt in einer Gemeinschaft lebe mit 50 anderen Menschen, alle auf einem Grundstück, ist das dann noch mein privater Gebrauch, mein Haus? Ganz neue Fragen, die alle noch nicht diskutiert sind, alle noch nicht klar sind. Das Patentrecht
schützt technische Verfahren oder Maschinen. Gleichzeitig kann es auch auf Arzneimittel angemeldet werden, aber da möchte ich in diesem Vortrag nicht darauf eingehen. Das Bild, was ich Ihnen dazu mitgebracht habe, ist ein Abbild des Verfahrens des FDM, das Fused Deposition Modeling. Kennen Sie sich alle, die Haushaltsdrucker, Haushalts-3D-Drucker, die mit kleinen Plastikwürstchen Modelle aufbauen. Haben sehr große Verbreitung gefunden, seitdem der Registereintrag, die Patentamtsprüfung, die der Vorgänger der Firma Stratasys 1989 eingereicht hat, nicht mehr gültig ist. Ein Patent gilt nämlich maximal 20 Jahre. 2009 war dieses Patent ausgelaufen. Damit wurde überhaupt erst die ganze Bastlerbewegung der Rap-Rap-Community möglich, die unheimlich neue Fortschritte in den ganzen Bereich reingebracht hat. Das Ergebnis sehen Sie davon auf dieser Messe hier zum Beispiel, dass es jetzt die Möglichkeiten gibt, Drucker für den Hausgebrauch einfach mal so herzustellen. Interessanterweise, was ich selber faszinierend finde, ist, dass im Februar diesen Jahres auch Patente im Bereich Laser Sintering, das Schmelzen von pulverbasierten Werkstoffen mit Lasern, dass da auch wieder Patente ausgelaufen sind. Das heißt, dass da jetzt auch ganz neue Entwicklungen vielleicht auf uns zukommen, auf die ich mich jetzt schon freue. Dass die Ausnahme beim Patentrecht bildet auch da wieder die Verwendung eines Verfahrens oder einer Maschine oder die Kopie eines Verfahrens oder einer Maschine für den eigenen Privatgebrauch. In diesem Fall auch zu Forschungs- und auch zu Lehrzwecken. Die Situation sieht also zum Beispiel am Beispiel dieses Spiegels hier folgendermaßen aus. Der Spiegel gehört zu einem Mercedes. Wenn ich mir diesen Spiegel einmal gekauft habe, dann darf ich das Design dieses Spiegels nicht verändern, weil ich dann nämlich gegen geltende Gesetze verstoße. Kopieren und verkaufen darf ich diesen Spiegel sowieso nicht. Das wird Ihnen allen einleuchten. Was ich aber machen kann, ist diesen Spiegel nehmen, seine genaue Funktion übernehmen, sein Design übernehmen. Ich kann auch das Logo des Mercedes-Sterns übernehmen und kann es für den eigenen Privatgebrauch kopieren und anwenden. Eigentlich könnte ich mir auch meinen ganzen Mercedes einmal reproduzieren, selber herstellen und müsste mir nie ein neues Auto kaufen, weil ich es immer wieder neu herstellen kann. Das Einzige, was das jetzt erstmal vom legalen Aspekt her verhindert, ist, dass ein in Serie hergestelltes Auto doch immer noch preiswerter sein wird, erstmal, als ein selber ausgedrucktes Auto. Aber wer weiß, wie lange das doch der Fall ist, bei dem Preisverfall, den die Drucker und den Filamente und den Werkstoff hier mittlerweile hinlegen. Ein Aspekt, den ich noch gar nicht angesprochen habe, aber auf den ich jetzt mal kurz eingehen möchte, ist nämlich der Bereich der Haftung. Was passiert eigentlich, wenn ich als Designer vielleicht gegen keinerlei Rechte verstoßen habe? Ich habe den Spiegel nach meinen eigenen Ideen entworfen, mit meinem eigenen Design. Die Art und Weise, die Funktionsweise verstößt gegen keinerlei Patente. Aber ein Nutzer, der diesen Spiegel gekauft hat, baut jetzt einen Unfall. Weil, wie er sagt, dieser Spiegel den Verkehr ein bisschen verzerrt darstellt zum Beispiel. Ist da jetzt der Designer in Haftung oder ist der Nutzer in der Haftung oder ist der Hersteller der jeweiligen Drucker und Fertigungsmöglichkeiten, die diesen Drucker dann letztendlich hergestellt haben, in der Haftung für diesen Unfall? Die Antwort darauf steht ehrlich gesagt noch in den Sternen. Ich habe keinerlei Antwort darauf gefunden. Hat sich noch keiner so richtig darüber Gedanken gemacht. Die Situation gab es auch noch nicht, bevor es nicht Fertigungsmöglichkeiten im eigenen Heim gab, wie zum Beispiel mit diesen 3D-Druckern, den Sie hier sehen. Mein Tipp dabei für Sie als Designer ist, legen Sie sich ein paar AGBs zu. AGBs, die nicht lang oder kompliziert sind, müssen die einfach einen Haftungsausschluss mit beinhalten. Dass die eigenen designten Produkte, die Sie selber in die Welt setzen, von Ihnen, dass Sie nicht mehr dafür haften, für die ordentliche Funktionsweise. Weil Sie jetzt gemerkt haben, dass die Anwendung dieses normalen, legalen Rahmens, der geistiges Eigentum schützt, durchaus kompliziert werden kann und manchmal auch recht widersprüchlich werden kann, hat sich dafür eine Lösung herausgebildet. Die Lösung nennt sich Lizenzen. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich die individuelle Lizenz. Ein Mensch,
in meinem Feld zum Beispiel eine Trainerfirma, hat ein gutes Trainingsverfahren entwickelt und gibt die jetzt einer anderen Trainerfirma zur Verfügung, dass sie selber anwenden kann. Dafür gibt sie dieser Trainerfirma eine Lizenz zum Beispiel. Das ist faktisch gesehen eigentlich ein Vertrag. Genau dasselbe findet auch auf Plattformen wie Thingiverse zum Beispiel statt. Die Lizenz, die Sie mit dem Runterladen eines Bauplans auf Thingiverse bekommen, beruht auf der Creative Commons Lizenz. Und das ist eine, die sich als sehr tauglich herausgestellt haben, einfach weil sie recht gut formuliert ist und weil sie schon so weit in Verwendung ist, dass alle Menschen und alle Rechtssysteme in verschiedenen Ländern eigentlich schon was damit anfangen können. Die Möglichkeiten, die Sie mit dieser Lizenz einstellen können, das heißt, wie genau sieht eigentlich jetzt dieser Vertrag aus, die sind recht limitiert, aber sehr ausreichend. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, das ich direkt als Screenshot von der Webseite creativecommons.org geschossen habe. In diesem Beispiel hier gebe ich als Designer ein, was will ich eigentlich einem Nutzer meiner Baupläne, Nutzer meiner Entwürfe als Rechte einräumen, was will ich ihm aber auch als Pflichten auferlegen. In diesem Fall hier zum Beispiel ist die Kombination von Buttons, die ich jetzt hier gesetzt habe, so, dass ich sage, das bedeutet, ich gebe dir das nach der Creative Commons 4.0 Lizenz. Da steht ein ganzes Vertragswerk natürlich dahinter. Ich erlege dir die Pflicht auf, dass wenn du diesen Bauplan weitergibst, wenn du das Produkt anderen Menschen zeigst, dass du dann meinen eigenen Namen mit dazu angibst. An anderer Stelle kann ich spezifizieren, soll das mein Name sein, soll das mein Twitter-Name sein, soll das meine E-Mail sein oder meine Webseite sein oder was auch immer. Gleichzeitig erlege ich dir als Nutzer auch auf, dass du mein Produkt nicht selber für deine eigenen finanziellen Zwecke verwenden kannst. Nicht nur, dass du es nicht weiterverkaufen kannst, sondern legalerweise auch, dass du es nicht in deinem eigenen Business mit einsetzen kannst. Und ich gebe dir das Recht, dass du mein Design weiterverwertest und veränderst und was Neues draus machst. Aber, und das heißt dieser Pfeil hier am Schluss mit dem Kreis drumherum, dass wenn du es dann weitergibst, dein Produkt, dann machst du das bitte unter genau denselben Bedingungen, unter genau denselben Lizenzbedingungen. Diese Option kann ich mehr oder weniger anschalten oder ausschalten und kriege damit eigentlich ganz gut geregelt, was möglich ist und was ich als Designer den Nutzern auferlegen möchte. Wenn Sie jetzt selber Nutzer sind und Sie finden so eine Lizenzierung, wollen aber eigentlich was ganz anderes damit machen, da gebe ich Ihnen auch noch mal einen Tipp. Fragen Sie einfach nach. Setzen Sie sich in Kontakt mit dem jeweiligen Schöpfer des Designs, des Produktes, das Sie da gerne verwenden möchten. Oftmals, selbst wenn nämlich schon eine Lizenz darauf markiert worden ist, findet sich trotzdem eine Lösung. Wie dann dein Designer sagt, natürlich, lass uns gemeinsam dein Business draus machen. Wenn du die verkaufen willst, gibst du mir halt so und so viel von deinem Gewinn und dann geht's auch. Trotz aller legaler Rahmen und trotz aller vertraglichen Abmachungen ist das Sprechen mit den jeweiligen Designern dann doch immer noch die beste Lösung. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass durch die Möglichkeiten der additiven Fertigung und durch die Möglichkeiten des 3D-Drucks sich heutzutage für Designer ganz neue Werkstätten ergeben. Das heißt auch, dass sich ganz neue Möglichkeiten der Produktgestaltung ergeben haben, aber auch der Produktfertigung. Das heißt aber auch, dass Designer heutzutage mehr und mehr Konkurrenz haben. Wie ich schon gesagt habe, auf Thingiverse sind Tausende von Menschen, die alle Designs anbieten. Das sind keine klassischen Designer. Aber in gewisser Weise, in gewissen Bereichen, ist das Konkurrenz für die klassischen Designer. Und momentan sind es Tausende. Was tun sie, wenn das Hunderttausende werden oder Millionen werden? Irgendwo wird sich da schon immer eine Lösung finden lassen oder ein Design für die eine oder andere Aufgabe. Das heißt also, dass es heutzutage für Designer wichtiger denn je ist, sich klar am Markt zu positionieren. Und das eigene Label wirklich gut zu schärfen, klar zu machen, klar zu kommunizieren, wofür steht der jeweilige Designer, was kann ein Nutzer bei den jeweiligen Designs, bei den jeweiligen Entwürfen, bei den jeweiligen Lösungen erwarten. Gleichzeitig empfehlen wir jedem Designer, sich mit dem Thema AGBs auseinanderzusetzen
und auch das Thema Lizenzierungen so weit zu beherrschen, dass sie selber Lizenzen so anwenden können, dass sie einem Endanwender die entsprechenden Möglichkeiten und entsprechenden Pflichten mit an die Hand geben. Wir bei fabulous.com, wir verstehen uns als Partner von hochklassigen Designern. Designer, die wirklich klar kommunizieren können, wofür sie stehen, welche Linie sie verfahren, welche Art von Expertise sie haben, werden immer einen Markt haben. Gleichzeitig verstehen wir uns aber auch als Partner der produzierenden Industrie. Auf unserer Bauplanplattform und momentan schon in unserem Forum bringen wir Designer zusammen mit Endanwendern und zusammen mit interessierten Menschen aus der Industrie. Das Ganze bieten wir auch als offene Wochenendseminare ein, in denen wir sowohl Designer als auch Unternehmen, Techniker aus Unternehmen, an die Möglichkeiten und neuen Technologien im Bereich 3D-Druck heranführen wollen. Das nächste Seminar findet nächstes Wochenende in Berlin statt, in München Mitte Juni und Ende Juni auch in Wien. Falls Sie interessiert sind, kommen Sie uns besuchen, drüben in der Ecke, da hinten. Ich habe letztens in den Meldungen verschiedene Zahlen gesehen, dass nämlich Südkorea zum Beispiel gerade ein Subventionspaket von 2,3 Millionen US-Dollar erlassen hat, um die Entwicklung der Technologien des 3D-Drucks im eigenen Land voranzutreiben. Japan hat gerade ein Subventionspaket von 39 Millionen Euro geschnürt und die USA sind mittlerweile bei über 500 Millionen Euro an Subventionen, damit die Technologie vorangeht. Und Deutschland? Und Sie? Es wird noch eine sehr spannende Reise und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Dankeschön. Gibt es Fragen aus dem Publikum dazu? Kleinen Moment, ich komme mal mit dem Mikrofon. Zum einen, ich sag mal, wenn man jetzt sich von einem Design inspirieren lässt, ab wann ist wieder der Grad, ist es kopiert oder ist es nur, ich habe mich daran orientiert? Und zum anderen gerade bei